Du bist auf der Suche nach einer günstigeren Variante von den Polychromos? Ja, ich zeige euch im Video hier einmal diese Stifte von Castle Arts und vergleiche die zwei Marken miteinander. Nach dem Intro geht's los. Hier die Polychromos liegen. Die sind von Faber-Castell und sind auch hier in Deutschland hergestellt worden. Die sind auf Ölbasis, haben eine relativ hohe Pigmentierung. Das ist quasi sozusagen der Porsche unter den Buntstiften. Und ich dachte mir aber, Mensch, für den Geldbeutel ist das schon relativ teuer. Ich schaue mir mal an, ob es noch Alternativen gibt. Und ich bin hier auf den englischen Hersteller Castle Arts gestoßen. Ich habe mich hier einmal 72 Stifte bestellt. Die kamen in dieser Dose hier an. Auf anderen Kanälen seht ihr, wie die ausgepackt werden, was da noch so alles drin ist. Aber das interessiert mich ja gar nicht. Also falls euch das interessiert, wie man jetzt da so Swatches erstellt und so weiter und so fort, ist für mich nicht relevant. Deshalb zeige ich es euch auch nicht, weil mich interessiert ja, ob die ungefähr genauso gut sind wie die. Hier steht auch schon drauf, dass die Stifte auch ölbasiert sind. Ja, ich muss es glauben. Wenn ich da dran aber so ein bisschen schnupper, dann riecht das auch so ein bisschen für mich, dass da so ein Wachsanteil drin ist, weil die riechen so ein bisschen nach Wachsmalstiften. Ist aber nicht schlimm, merkt man auch nicht. Und das ist auch nicht so, als würde man mit Wachsmalstiften malen. Das vorneweg. Ich finde, beide Stiftearten machen eine gute Performance erstmal. Also wichtig ist, dass die hinten zum Beispiel hier geschlossen sind. Das sind sie sowohl da als auch da, damit da irgendwie nichts austrocknen kann, nichts kaputt gehen kann. Das ist schon mal ein gutes Qualitätsmerkmal. Alles andere interessiert mich jetzt erstmal nicht. Was auffällt, ist eben, wenn man die Polychromos bekommt, die sind immer angespitzt. Den habe ich jetzt nur so ein bisschen bemalt. Der ist noch fast original. Also der ist komplett gespitzt. Die hier, und ich lasse die jetzt aber schon mal drin, den habe ich selber angespitzt. Die kommen hier so mit einer flachen Spitze. Das heißt, wenn man jetzt feine Dinge zeichnen möchte, dann muss man die erstmal anspitzen. So, ist ein bisschen Fleißarbeit, aber ist ja jetzt nicht dramatisch. Ich zeige euch mal ganz kurz noch die Farbrange. Also das hier, jetzt habe ich ein englisches Wort benutzt, gell? Die Farbenvielfalt. So, also wir haben hier richtig schöne Töne und wir haben hier so blau-grün-Töne und dann haben wir hier noch so alles, was mit braun, grau, schwarz zu tun hat, aber hier auch noch mal so blau. Das muss ich vielleicht noch mal umsortieren. Ich habe es jetzt einfach so übernommen. Meine Idee war einfach, ich kaufe mir jetzt einfach mal die günstigeren Stifte und alles, was ich so noch neben raus an Farbspektren haben möchte, ergänze ich mir mit den Polychromos. Und ich glaube, damit fährt man ganz gut. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ich möchte nämlich auch nicht so viel Geld ausgeben, weil ich möchte die Castle Arts bzw. die Polychromos hauptsächlich dafür nutzen, um einfach noch mal ein paar Schattierungen reinzubringen, beziehungsweise da einfach noch mal das, was ich als Aquarellmotiv gestaltet habe, das einfach noch ein bisschen, ja, zu strukturieren. Man könnte es theoretisch auch mit einem Aquarellstift machen. Ich finde es aber mit diesen Stiften eigentlich ganz cool. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine. Ich habe jetzt hier einmal dieses Motiv koloriert gehabt mit Aquarell und jetzt habe ich mir einfach hier mit meinen Buntstiften hier noch so eine Feldstruktur noch mit aufs Papier gebracht. Ich finde, das sieht dann einfach irgendwie so ein bisschen lebendiger aus. Dafür wollte ich sie nutzen und deshalb wollte ich jetzt nicht so viel ausgeben wie ein Künstler, der wirklich stundenlang irgendwelche tollen Sachen damit zeichnen kann, weil zeichnen kann ich nicht. Ich habe noch kein richtiges gutes Papier jetzt im Moment zu Hause, das ich jetzt hier für diese Technik verwenden könnte. Muss ich aber mal nachholen. Ihr dürft mir aber gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da für Papier benutzt. Ich habe auch mal Aquarellpapier benutzt. Das funktioniert aber überhaupt gar nicht. Also zumindest das von Action funktioniert nicht. Das ist mir zu weiß. So, ich stempel die Hasen jetzt zweimal auf. Ich mache das jetzt in Grau, weil ich Grautöne verwenden möchte. Und dann nehme ich jetzt von den Polychromos diese hier. Und ihr Lieben, ich habe jetzt mal gekruschtelt.
Ich weiß, es sind nur 72. Ich kann mir vorstellen, dass im 120er natürlich noch mehr Farbauswahl dabei ist, aber ich habe jetzt einfach mal geguckt und habe alle ähnlichen Stifte jetzt einmal beiseite oder zusammengelegt. Das sind einmal zwei weiße, dann diese hellen Grautöne, dann einmal dunkel, dann habe ich hier noch dieses Beige oder ja, Cremefarben. Und für diesen habe ich jetzt hier, für dieses warme Grau, habe ich jetzt keinen passenden Stift gefunden. Aber jetzt mal schauen, ob ich den überhaupt verwende. So, ich würde sagen, ich mache jetzt diese Seite hier einfach mal mit Castle Art und die andere mit Faber-Castell und dann gucken wir mal, was rauskommt. Ich werde jetzt auch den Zeitraffer einstellen und werde hin und wieder mal so ein bisschen was rausschneiden. Das dauert ewig, das dauert wirklich ewig, bis man da gelayert hat und ich bin ja auch noch überhaupt gar kein Profi. Deshalb geht's jetzt los. Jetzt seht ihr gleich, wie ich mit einem Castle Art Stift auch in den Polychromos Hasen gehe und da auch nochmal Akzente setze. Das liegt daran, dass ich einfach keinen Polychromos Stift in diesem Farbton habe und auch nachher bei der Schleife werdet ihr noch sehen, dass ich da einfach jetzt die lila Töne von den Castle Arts nehme und keine Polychromos, eben weil ich keine Polychromos besitze in diesem Farbton. Und weil jetzt diese Castle Art Stifte nicht angespitzt waren und ich die jetzt wirklich im Originalzustand benutzt habe, tue ich mich hier bei den Pünktchen ganz schön schwer. Das werdet ihr nachher auch nochmal in meinem Fazit zu hören bekommen, dass ich das, dass ich das ein bisschen bemängle.
Ihr Lieben, ich bin wahrlich kein Kolorationsprofi mit Buntstiften auf Ölbasis. Definitiv nicht. Ich habe euch die Hasen jetzt mal einmal ausgeschnitten und habe sie jetzt mal hier auf so einen kontrastreicheren Hintergrund gelegt. So sehen die zwei jetzt einmal aus. Ja, dann kommen wir mal zu einem Fazit. Also wie gesagt, ist so wahnsinnig. Also ich glaube, der hier ist mir besser gelungen wie der hier. Das liegt aber nicht an den Stiften, sondern das liegt an meiner Kolorationsfähigkeit, die wirklich noch ausgebaut werden muss. Ich habe jetzt dazu gelernt, dass man lieber viele kleine feine Striche machen sollte, anstatt so große. Und bei den Polychromos merkt man das dann, dass ich die Technik noch nicht drauf habe. Die verzeihen das nicht ganz so gut. Ja, als Fazit kann ich einmal festhalten, dass beide Stifte wahnsinnig schön weich malen. Also das ist keine Frage, das ist wirklich vom Handling her wirklich sehr, sehr schön. Auch verblenden lassen sie sich beide eigentlich wunderbar. Das ist auch überhaupt keine Sache. Da finde ich beide eigentlich gleichwertig. Das Einzige, was mich jetzt im Nachhinein dann doch stört, ist, dass man die Castle Arts erstmal anspitzen muss, weil man sollte diese Stifte eigentlich im gespitzten Zustand verwenden, habe ich mich schlau gemacht, weil man dann besser die Farbe auftragen kann. Und so muss ich jetzt immer erstmal alle Stifte durchspitzen. Ist eine Fleißarbeit. Bei den Polychromos kann ich eben gleich loslegen. Natürlich ist auch der Preisfaktor eine Sache. Die Polychromos sind eben wesentlich teurer wie die Castle Arts. Das ist das nächste. Aber was für einen großen Vorteil die Polychromos bieten, abgesehen ich glaube von der Hochwertigkeit einfach, was die Pigmente anbelangt, ist eben, dass man sie theoretisch 1:1 mit den Albrecht Dürer Aquarellstiften verwenden kann. Das heißt, das sind die gleichen Farbschemen, die gleiche Farbpalette. Das heißt, ihr habt 1:1 die gleichen Farben, solltet ihr zum Beispiel die Albrecht Dürer zu Hause haben. Da müsst ihr dann quasi nicht mehr umdenken. Hier muss ich mir jetzt eben immer dann die richtige Farbe raussuchen. Was ich auch noch bei den Castle Arts als kleinen Nachteil empfinde, ist folgender. So, die Häschen packe ich mal ganz kurz zur Seite, denn das möchte ich euch nochmal demonstrieren. Und zwar habe ich jetzt hier mal beispielhaft einfach, das gilt nicht für alle, aber für einige Stifte, habe ich euch mal beispielhaft diese Stifte hier rausgelegt. Wenn ich hinten drauf schaue, dann suggeriert mir das, der Lack jetzt einfach, dass ein Gelbton kommt. Oder so ein pastelliges Gelb. Was aber rauskommt, ist eher so ein Hautton. Also das hat damit nicht so wahnsinnig viel zu tun, meiner Meinung nach. Man sieht es jetzt vielleicht im Licht nicht ganz so gut, aber im Reallicht, ohne Kamera und ohne Studiolicht, passt das für mich nicht zusammen. Auch das hier ist eher für mich so ein schöner Grünton, aber was rauskommt, ist so ein giftiger Grünton. Genauso wie das hier, das finde ich, geht schon in Richtung Minzmakrone. So ein bisschen jedenfalls. Also eher so was Aschigeres. Und was hier rauskommt, ist eher viel, viel heller. Und auch bei der Lila oder diesem Fliederton, finde ich, ist das hier auf dem Lack definitiv ein ganz ehren Ticken dunkler wie das, was hier ist. Das heißt, vielleicht sollte man sich da trotzdem doch nochmal Farbbeispiele machen oder dann eben vorne auf die Spitze schauen, damit man ganz genau weiß, welcher Farbton sich dahinter verbirgt oder wirklich dann nochmal einen Farbtest machen. Bei den Polychromos, finde ich, ist das wirklich 1:1. Könnt ihr hier sehen, also der Lack entspricht tatsächlich der Farbe. Deshalb muss ich da nicht lang rummachen, sondern ich sehe gleich, was für ein Farbton mich erwartet. Das ist bei den Castle Arts so ein Glücksspiel, sage ich jetzt einfach mal. Genau, das wollte ich euch nur noch mal wissen lassen. Das finde ich ist eben noch ein kleiner Nachteil, aber ansonsten finde ich die wirklich nicht schlecht und für meine Bedürfnisse jetzt definitiv wahrscheinlich ausreichend. Und wenn ich die irgendwann mal nicht mehr haben will, dann kann ich die einfach ganz bedenkenlos meinen Kindern dann zur Verfügung stellen. Dann können die die vollends vermalen, weil das eben preislich jetzt nicht so hochwertig war. So ist es.
Genau, also jetzt habt ihr mal meinen Senf gehört. Die Häschen hoppeln gerne nochmal hier rüber. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es war einigermaßen informativ für euch. Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Infobox schreiben, mit was ihr am liebsten koloriert, ob ihr auch so ein Mischmasch verwendet oder ob ihr eben nur mit Buntstiften koloriert oder eben nur mit Aquarelltechnik oder mit Alkoholmarkern oder was auch immer. Würde mich mal wahnsinnig interessieren, was so eure Lieblingskoloriertechnik ist. Und jetzt verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Christina.